Was ist da drin? Ah, das ist mein Beutel. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Oh, Tränke schmecken fies. Dieser Trank sah seltsam aus. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Nein, nein, weg von meinen Taschen. Ich hab Nüsse für die Eichhörnchen. Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Klopf stärker! Klopf stärker! Hallo, edle Abenteurer. Habt ihr Interesse an Magikationen? Hallo, bist du ein Zauberer? Gute Güte, nie im Leben. Ich bin Pharmagier. Pirin, Tobi Aspirin, zu eurer Dienste. Pharmagier? Was ist das genau? Ich erschaffe magische Heilmittel, die als Magikationen bezeichnet werden. Ich bin Spezialist in magische Pharmakologie, die man als Pharmagie bezeichnet. Gut, aber wofür ist das nützlich? Funktioniert es oder ist das nur Ramsch? Ich habe beispielsweise fantastische Präparate für Personen, die mit der Trinken aufhören oder ihre Kater loswerden wollen. Abenteurer finden das oft nützlich. Das ist aber ein ungewöhnlicher Ort für einen Laden, oder? Naja, er ist billig, spottbillig, um genau zu sein. Ich richte mich gerade erst ein. Kommt später wieder, dann zeige ich euch einige interessante Magikationen zu sehr günstigen Preisen. Ich dachte, niemand hätte diesen Kerker je zuvor betreten. Was? Ganz im Gegenteil, er ist sehr beliebt. Wer hat euch das denn erzählt? Unser Auftraggeber, ein vermummter Typ, den wir in Val Tordue kennengelernt haben. Ja, ein typischer Anheuerungsprozess für eine Anfängergruppe. Sag mal, hast du zufällig einen Zwerg gesehen? Er ist einfach ein Zwerg. Warum suchen wir ihn? Wir kommen doch ganz gut ohne ihn zurecht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wenn er klein ist, könnte er direkt in unserer Nähe herumschleichen. Außerdem suchen wir nach der dritten Statuette von Gradual Fulcrum. Nein, nach der Statue von Gladradulfa. Ich dachte, es geht um die Statue mit Zöpfen von Rappadulfra. Nein, das ist es nicht. Es ist, Moment, unser Auftraggeber hat es uns aufgeschrieben. Ah, die 12. Statuette von Gladulfra. Nie gehört, tut mir leid. Aber ihr solltet euch vielleicht mal in die Taverne umhören. Vielleicht hat dort jemand davon gehört. Ja, genau. Eine Taverne in einem Kerker für Abenteurer. Krumm, eine Taverne. Gibt es da Bier? Einige Bereiche sind öffentlich zugänglich. Nehmt die Treppe, wenn ihr mir nicht glaubt. Das klingt alles sehr irritierend. Unsere siegreiche Gruppe reist weiter auf ihrer Quest nach der Statuette und ihrem vertikal eingeschränkten Gefährten, der verschwunden ist, nachdem er ein geheimnisvolles Amulett an sich genommen hat.
Vorsichtig mit meinen Büchern. Das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Zweites Kapitel. Ein Bier, zwei Flüche, drei Gefährten. Nach einem ziemlich unberechenbaren Start in dem Kerker von der Heulburg enden unsere Abenteurer in einer recht seltsamen Bar. Mit Durst nach kühlem Ruhm und ehrenvollem Bier. Oder war es andersherum? Ja, das ist tatsächlich eine Schenke. Öffentlich zugänglich. Verrückt. Dieser Kerker ist echt seltsam. Wir sollten uns umhören. Vielleicht hat jemand den Zwerg gesehen. Kann mir bitte jemand sagen, warum wir ihn suchen? Weil in unserer Gruppe niemand im Stich gelassen wird. Hallo. Hallo? Sucht ihr einen Zwerg? Kann sein. Nein, überhaupt nicht. Wem soll ich denn zuhören? Dem heruntergekommenen Winzling oder der sandalentragenden Idiotin? Wir hatten tatsächlich einen zwergischen Gefährten. Er ist verschollen. Ich wurde angeheuert, um nach einem Zwerg zu suchen. Vielleicht ist das ja der gleiche. Das würde mich überraschen. Wir sind gerade erst angekommen. Egal. Wer hat dich angeheuert? Der Meister des Kerkers? Schön wär's. Es war die Genossenschaft, die diesen Kerker betreibt. Irgendein böser Zwerg stiehlt alles Mögliche, vor allem Gold und Bier. Man will ihn tot sehen. Eine Genossenschaft? Das wird ja immer seltsamer. Und wie war das mit dem bösen Zwerg? Unser ist nicht böse. Vergessen wir diese Spinnerin und ihr Gelaber über Zwerge? Überleg doch mal, Salatgehirne, das wird ein Kinderspiel. Keinen Bock hier rumzulabern, also ihr helft mir dabei, ihn auszuschalten und wir teilen die Beute. Hört sich ja interessant an, aber wir haben viel zu tun mit, Dingen. Gebt doch zu, dass ihr Angsthasen seid. Habt ihr euren Mut in der anderen Hose vergessen? Nein, ich vergesse gar nichts. Wir haben sogar ein Feuerzeug. Das könnte auf jeden Fall interessant werden.
Vielleicht hat es auch mit unserem Zwerg zu tun. Warum sagt ihr mit unserem Zwerg? Meiner ist das jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihr vertrauen können. Das scheint eine Paladina von Jujudi zu sein. Sie dienen nur der Gerechtigkeit, sie können also gar nicht lügen. Okay, genug gelabert, ihr Schwachköpfe. Wir bereiten einen Hinterhalt im Beckenraum vor. Das ist im Westflügel, los jetzt! Hey, ich bin dafür zuständig, sowas zu sagen. Ich bin hier der Anführer und... Ach, vergiss es. Was hast du über den Anführer gesagt? Was möchtet ihr bestellen? Ist das nicht eine etwas seltsame Kneipe? Die Taverne von Neuerböck ist im ganzen Land von Fang berühmt. Unsere Spezialität ist Bier- und Beereneintopf. Komm. Akala, lecker, lecker, Gurgel. Eine Statuette? Für einen Drink verrate ich dir, wo sie versteckt sind. Er möchte wissen, warum er aus dem Maul wie eine alte Mülltonne riecht. Also, du musst einfach nur da lang gehen. Ich finde es. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Hey Jäger, wohin glaubt ihr Penner zu gehen? Nun, Sir, ich bitte euch in Betracht zu ziehen, dass wir drin erwartet werden, guter Mann. Und ich bin Xos Stiefschwester. Dann versteckst du deine Tentakel aber ganz gut. Was? Nur reiche Leute, mächtige Zauberer und berühmte Künstler dürfen rein. Ganz genau. Wir werden von einer elfischen Künstlerin begleitet. Ja, ich bin mit meiner Stimme und mit der Flöte überaus talentiert. Tut mir leid, Clowns sind hier unerwünscht. Warte, wir haben auch eine mächtige Zauberin. Ich habe die arkanen Künste gemeistert und... Ja, ist ja klar. Und du trägst noch Lehrlingsroben und hast Akne in der Fresse. Verschwindet, ihr verpestet die Luft der Geldsäcke. Eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Dann aktualisieren wir mal die Karte.
Warum starren mich alle diese Leute an? Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Seht mal, da ist ein Laden. Vielleicht finden wir ein paar Flipflops, die zu meinem grünen Rock passen. Oh, ist eh geschlossen. Ja, ja, mach ruhig. Passwort. Ach Mist, wir brauchen ein Passwort. Wie wäre es mit einem kleinen Tipp? Das liegt mir auf der Zunge. Ganz einfach. 3 Silben. Mach Musik. Blockflöten! Falsch. Chrom braucht keine Karte. Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst boom. Mit etwas Glück finden wir da drin vielleicht etwas Magisches.
Und wieder einmal triumphiert der Intellekt. Hey, wir suchen eine Statuette. Warum? Beabsichtigen Sie hier etwas zu stehlen? Nein, das... Wir hätten gerne ein Souvenir aus dem Kerker. Ah, ein Souvenir. Stimmt, wir haben jetzt ja einen Geschenkeladen. Fragt mal den Ladeninhaber. Und jetzt geht weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Ah, anscheinend sind wir in eine Art Verwaltungszentrum gestolpert. Hallo, seid ihr wegen eures Kontostands hier? Nein, eigentlich nicht. Wenn ihr im Kerker von Naholburg eine kommerzielle Tätigkeit ausübt, muss die Genossenschaft davon in Kenntnis gesetzt werden. Wieso Genossenschaft? Ich hätte eher eine Art Meister des Kerkers erwartet. Nein, gar nicht. Gemäß unseres typischen autokratischen und auf Vetternwirtschaft basierenden Systems haben wir eine Genossenschaft, die von Mitarbeitern des Kerkers verwaltet wird. Entsprechend werden exekutive Entscheidungen regelmäßig getroffen und von Mitarbeitern von einer Zweidrittelmehrheit ratifiziert. Hört sich sehr speziell an. Und alle Aktivitäten werden der Zentraladministration gemeldet, damit sie einer Leistungsuntersuchung und der Bilanzprüfung unterzogen werden können. Er ist ein Hexer, aus seinem Mund quillt verfluchter Unsinn. Ich glaube, wir lassen sie mal weiterarbeiten. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Hey, verschwinde! Wir haben zu tun! Wir? Wer ist wir? Ich und mein astraler Doppelgänger. Ich probiere neue Kampftechniken aus. Das sind aber seltsame Waffen. Super. Für eine Waffenkammer nicht wirklich überraschend. Was denn für Kampftechniken? Astrale Doppelperfektparaden. Ich kann dank der Wahrnehmung meines ätherischen Doppelgängers jedem Angriff ausweichen. Aber dann kennen Sie sich mit Zauberei aus? Das alles habe ich längst hinter mir gelassen. Was ich mache, wird als innovative sensorische Disruption bezeichnet. Also Sie fuchteln mit den Armen herum und machen einen auf stark und mächtig? Nichts kann mich verletzen. Nicht mal hochstufige Angriffe. Probier's aus und erblick... Wow. Haha, gut gemacht, Kumpel, du hast ihn erwischt. Disruption? Ärmer. Das ist eine mein Ironie Kram. Des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Ich hab Nüsse für die Eichhörnchen. Das war die Lösung. Seltsam. Das muss eine Falle sein. Vorsicht! Neugier ist manchmal der Katze tot und verbrennt sie dann zur Asche. Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Was ist da drin? Ah, das wenn es stinkt, Beutel. Müssen es meine Stiefel sein.
mir lang. Hier gibt es auch nicht mehr Zwerge als Butter auf Ästen. Oh, bedeutet das, dass Butter auf Bäumen wächst? Wir locken ihn an. Wir müssen hier nur etwas Gold und Bier ablegen. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Gut, jetzt warten wir. Macht eure Waffen und Zaubersprüche bereit. La 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 la, die Axt, die zurückschlägt. Durandil, da 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 du 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 du. Hey, wer es findet, darf's behalten. Freundo. Genau, Kumpel. Das ist dein Zwilling. Aber in Gespensterform. Hey, ihr Bastarde! Ihr habt mich im Stich gelassen! Habt mich wie eine Fliege in einem Jackerhaufen zum Sterben zurückgelassen! Wovon redet er da? Keine Ahnung. Er sieht tot aus. Vielleicht kommt das vom Amulett. Betrug, eines Feiglings würdig. Betrug ist der bessere Teil der Tapferkeit. Das zahle ich dir heim. Ich werde dir die Eingeweide mit einer Austerngabel herausreißen. Genug geredet. Erledigen wir ihn. Meine Vergeltung wartet schon. Oh nein, jetzt sind es plötzlich 7 Zwerge und alle stinken. Der Erste, der mich Schneewittchen nennt, kriegt sofort eine geknallt. Die 7 Zwerge sollen gerecht werden.
das ist dein Tod! Alles, was du sagst, beißt dir in den Arsch. Ihr werdet es bereuen, je hier runtergekommen zu sein. Was hast du dir dabei gedacht? Könntet ihr mal aufhören, rumzuzappeln? Nimm das! Deine Finger nicht ganz so fettig. Togas, voila, food, voila!
Der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Das hat gar nicht wehgetan. Nimm das!
fette Nervensäge. Tja, ich habe ihn getrunken. Was bewirkt er denn? Falsch eingeschätzt. Oh nein! Hey, tritt nicht auf meine Robe. Alles, was du sagst, beißt dir in den Arsch. Dieser Trank sah seltsam aus.
sehen, oder? Die sichersten Kämpfe sind die, die man nicht bestreitet. Autsch! Die Stufe des Diebes ist gestiegen. Tja, Glückwunsch, ihr Dummköpfe. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Hätte nicht gedacht, dass ihr nützlich wäret. Dachte, ich würde euch nur als Fleischschilde benutzen. Hey, das ist gemein. Wir hätten verletzt werden können. Ach, verflucht, was für ein beschissenes Durcheinander. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist ja wie die Wanderung durch eine Trolllatrine. Ich bin ganz schön durch den Mangel gedreht worden. Durch die Zerstörung dieser Scheußlichkeiten müssen wir den Fluch gebrochen haben. Das lehrt euch, niemals Amulette zu berühren. Seht ihr? Ich habe euch keinen Mist erzählt. Ich muss zugeben, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Möchtest du dich uns vielleicht anschließen? Wir suchen nach einer verfluchten Statuette. Nicht jetzt. Ich muss mir das Kopfgeld holen. Ich finde euch, sobald ich das Gold habe. Dann sprechen wir über eure Statuette. Geht in der Zwischenzeit ins VIP-Zimmer der Taverne. Da gibt's immer jede Menge Zauberer und Geldsäcke. Zauberer? Glaubst du, die könnten uns Informationen geben? Fragen kostet nichts, oder? Im schlimmsten Fall reden sie nicht und ihr lasst ihre Köpfe auf die Tischplatte knallen. Los, tschüss, ihr Deppen. Bis bald mit der Kohle. Hoffentlich vergisst sie mich nicht. Uns. Ich glaube, sie wird ihr Wort halten. Paladine dürfen keinen Eid brechen, besonders wenn sie der Gerechtigkeit dienen. Was für ein schreckliches Leben. Wie schaffen sie es nur, ihrem Wort treu zu bleiben? Ja? Möchtest du dazu etwas sagen? Vielleicht später. Ehrenwort. Seht mal, das Amulett liegt noch auf dem Boden. Lasst uns in das VIP-Zimmer gehen. Vielleicht gibt es da Dichter und Musiker. Und anständiges Bier. Vielleicht können wir sie ausplündern. Wir werden sehen. Aber versucht euch unauffällig zu verhalten. Sind alle hier? Wir ziehen weiter! Ah, das gefällt mir.